Markus, 1:1 beim HSV, Start geglückt oder was würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dieser Punkt war hoch verdient hier. Wir haben schon in der ersten Halbzeit viel fürs Spiel getan, haben unsere Möglichkeiten gehabt. Auch nach dem Tor haben wir nie aufgegeben. Auch in der zweiten Halbzeit viel fürs Spiel getan, Möglichkeiten gehabt. Und am Ende sind wir auch dafür belohnt worden. Ich weiß, du sprichst nicht so gerne über dich selbst, aber trotz alledem, es war dein erstes Bundesligaspiel als Trainer. Irgendwelche Gedanken dazu? Nee, gar nicht. Das ist ganz normal. Man ist in der Anspannung, das war ich vorher schon. Ich hatte vorher schon Spiele mit einer Bedeutung. Das hatte heute eine Bedeutung, aber da habe ich auch schon andere Spiele vorher gehabt. Man ist so im Fokus, dass man sich über sich oder sonst irgendwas gar keine Gedanken macht. Bresch hat gesagt, jetzt kann man die Zeit nutzen in der Länderspielpause, um noch an den Kleinigkeiten zu arbeiten, die noch nicht so funktioniert haben heute. Wie werden die nächsten Tage aussehen? Nein, also werden wir erstmal uns erholen, werden nach Hause fahren, uns erholen, werden dann an Kleinigkeiten arbeiten, so wie es gesagt hat. Wir haben noch ein Spiel am Donnerstag gegen Nürnberg. Auch das werden wir nutzen, auch um Spielpraxis zu sammeln, um Jungs ranzuführen. Und dann werden wir analysieren und an kleinen Dingen nach hinten und genauso wie nach vorne zu arbeiten. Wie beeindruckt bist du von den Nehmerqualitäten deiner Mannschaft, dass sie so zurückkommen hier beim HSV? Ja, das habe ich erwartet, das habe ich schon gewusst und das hat die Mannschaft auch heute wieder gezeigt, dass eine Mannschaft ist, die nie aufsteckt und das haben wir auch verdient, wir haben auch gut gespielt. Wir haben jetzt nicht nur alles nach vorne geworfen, sondern wir haben auch gute Spielzüge, gute Kontrolle gehabt und das war insgesamt echt ein klasse Auftritt meiner Mannschaft. Fanden wir auch. Vielen Dank und bis zum ersten Heimspiel. Gerne. Stutti, Saisonauftakt geglückt, 1:1 beim HSV. Würdest du das unterschreiben, diese Aussage? Ja, schon. Also ich glaube, wir haben gesehen, dass wir eigentlich auch erste Halbzeit, wo wir das Tor bekommen haben, trotzdem, glaube ich, relativ gut gestanden sind und ein paar Torschancen rausgespielt haben. Ich glaube, es war ausgeglichene Partie und es hätte, glaube ich, in beide Richtungen ausgehen können. Vor so einer Saison weiß man nie, wo man steht, auch nach so einem DFB-Pokalspiel nicht. Wo steht der FC Ingolstadt jetzt nach dem ersten Bundesligaspieltag, nach deiner Meinung? Ich glaube, man hat auch gesehen, dass einfach wir trotzdem unangenehm geblieben sind, trotz ein bisschen an Systemwechsel. Ich glaube, wir haben die Tugenden beibehalten und werden uns, glaube ich, hoffentlich gleich präsentieren wie in dieser Partie und wie in der letzten Saison. In der Vorbereitung, wir waren ja dabei im Trainingslager mit FCTV, haben wir gesehen, die Freischüsse von dir gingen immer in die Winkel. Wann ist es soweit, dass auch in der Bundesliga mal einer reingeht von dir? Ja, gut, der Giroud ist, glaube ich, sogar ein bisschen höher als unser Mauer in Ingolstadt. Das ist schon schwierig. Aber ja, also ich glaube, dass er gut kommen wäre. Aber von dem können wir uns halt leider nichts kaufen. Aber ich glaube, dass es schon nur Frage der Zeit ist, bis da endlich einer reingeht. Wir trainieren das ja regelmäßig und eigentlich habe ich Selbstvertrauen dabei und hätte geglaubt, dass er gut gekommen wäre. Dann viel Erfolg auch nächste Woche in der Länderspielpause und komm gesund zurück. Dankeschön. Romain Bregerie bei mir. Romain, war ein hartes Stück Arbeit heute. 26 Grad. Ja, viele Zuschauer hier im Volksparkstadion Hamburg gegen den FC Ingolstadt, aber wir haben den Punkt entführt. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, das war ein großer Kampf, aber das haben wir gewusst, das haben wir erwartet. Und das war letztes Jahr ein bisschen ein ähnliches Spiel. Also das war ja mit ein bisschen Hitze, diese gefühlte 35 Grad und große Stimmung, klar, also die sind noch mehr kämpfen da drin, aber dass wir zurück sind und diese Punkte geholt haben, das ist ein großes Zeichen, denke ich, dass wir auch mental sehr stark sind immer noch dieses Jahr und das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil das ist immer kompliziert, auswärts in Rückstand zu kommen und wir sind trotzdem im Spiel geblieben und haben wir trotzdem nach vorne weitergemacht und dass wir dieses Tor gekommen ist, das ist für uns sehr wichtig. Du warst letzte Saison auch dabei. Kann man schon jetzt sagen, was der Unterschied ist zur letzten Saison, wenn man sieht in der Wahrnehmung, wie wir spielen? Ja, es ist ein bisschen früh, aber was wir schon sagen können, ist, dass wir die Mentalstärke immer noch da sind und das ist sehr wichtig. Ich denke, wir haben in die Qualität nicht verloren und dass wir immer noch in Liga Höhe, also in Augenhöhe mit der Liga sind und das ist sehr wichtig für mich. Also wir haben die Qualität und wir sind sehr, sehr stark zusammen. Das ist unsere große Stärke vielleicht und wir haben das heute wieder gezeigt und dass wir in Hamburg zurückkommen, wie gesagt, das ist schon ein großes Stück Arbeit. Die Vorbereitung war sehr lang, jetzt ist Länderspielpause. Schade eigentlich? Ja, ist eigentlich schade, wenn wir nicht spielen eigentlich. Aber für ein paar Spieler geht in Heim da, Nationalmannschaft, das ist für die bestimmt sehr, sehr schön. Aber ja, für uns ist immer schade. Also wir leben für diese Wettbewerbe und wenn wir immer noch warten müssen, das ist ein bisschen. Ja, das war lang genug, dass wir. Aber ist okay. Wir kennen die zwei
Kleinigkeit, diese Kleinigkeit, die wir immer noch arbeiten müssen, haben wir 2 Wochen dafür zu arbeiten. Das ist auch ein guter Punkt. Aber ja, wir freuen uns schon auf die erste Heimspiel. Wir uns auch. Danke. Danke.